Electriv.net, der Branchendienst für Elektromobilität, powered by P3. Die Technologieoffenheit hat eine große Debatte ausgelöst, begleitet von Volkswagen mit der Forderung, doch jetzt auf die Batterie zu setzen und vielleicht bei der Brennstoffzelle mal ein bisschen die Pause zu machen. Und deshalb freue ich mich, dass wir hier in der Electric Lounge auf der Hannover Messe 2019 einen ElectricNet Talk präsentieren können zum Thema Batterie versus Brennstoffzelle. Welche Technologie reduziert die Emissionen im Verkehr? Und ja, ich möchte Ihnen, meine Damen und Herren, hier auch live vor Ort in der Halle 27 natürlich erstmal die Referenten vorstellen, die wir hier heute gewinnen konnten. Gleich zu meiner Rechten sitzt Thorsten Herbert, Bereichsleiter Verkehr und Infrastruktur bei der NOW. Rechts daneben Nicolas Ivan, Managing Director von H2 Mobility in Deutschland, eben befasst mit dem Wasserstofftankstellenaufbau. Links von mir sitzt Oliver Gutt, Abteilungsleiter Produktmanagement bei Hyundai. Neben ihm Bert Hellwig, Leiter Systemhaus Division Elektromobilität vom Zulieferer ZF. Herzlich willkommen. Und zu Ihrer Rechten und zu meiner Linken Dr. Wolfgang Haselrieder, CEO Research and Development bei der Battery Lab Factory in Braunschweig, also einer Forschungseinrichtung rund um das Thema Batterieproduktion hier auch aus der Region. Ja, und ich würde gerne mal mit diesem Zitat, was da diese Runde gemacht hat, einleiten. Technologieoffenheit ist jetzt die falsche Parole und führt nur dazu, den Systemwandel weiter in die Zukunft zu verlegen. Das hat gesagt der Herbert Diess, der CEO von Volkswagen. Und ich fange mal ganz links an mit einer spontanen Reaktion auf dieses Zitat, Herr Haselrieder. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das zum ersten Mal gelesen haben? Mikro liegt vor Ihnen. Genau, das Mikro hat noch gefehlt. Dankeschön für die nette Einführung. Ich denke, dass beide Technologien sozusagen in Konkurrenz jetzt, wir stecken ja noch sozusagen am Anfang der exponentiellen Hochlaufphase der Elektrifizierung, eine gleichwertige Chance haben. Und natürlich muss man jetzt auch die Perspektive des Automobilunternehmens von Herrn Diess dahinter sehen. Und ich glaube, ein Automobilunternehmen sieht derzeit einen schnelleren Ramp-up mit einer Batterietechnologie. Das haben wir registriert. Wir kooperieren viel mit Automobilherstellern, das so vor 6-7 Jahren es eingesetzt hat, dass die Abteilung, die damals Schwerstoff vom Volumen her einfach größer waren, in der Brennstoffzelle zur Batterie transferiert wurden. Das ist eine Entwicklung, die, wie gesagt, vor 6-7 Jahren stattfanden, weil man hier kurzfristigere Umsetzungschancen sieht. Ich gebe beiden Technologien, weil es bestimmte Anwendungen gibt, da ist die Brennstoffzelle einfach besser als die Batterie, und umgekehrt gibt es das auch. Ich gebe beiden Technologien eine Chance, und Wettbewerb belebt das Geschäft, also sprich, es wird meines Erachtens nicht zur Verlangsamung führen. Wenn ich jetzt so einen Konzern habe und erstmal will, dass was umgesetzt wird, dann würde ich auch erstmal auf ein Pferd setzen. Aber, ja. Herr Hellwig, ganz spontan, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das gelesen haben? Ja gut, der wesentliche Punkt ist, ich glaube, wir sind uns alle einig, das Ziel muss sein, die Emissionen, die CO2-Emissionen wegzubringen, runterzubringen. Und da müssen auch in der zeitlichen Abfolge die Maßnahmen ergriffen werden, die sinnvoll sind. Und da sind immer mehrere Maßnahmen sinnvoll, was sich aber über die Zeit entsprechend ändern kann. Also heute mögen Maßnahmen sinnvoll sein, die in 10 Jahren nicht mehr sinnvoll sind. Herr Gutt, ich bin mit einem elektrischen Hyundai heute hier. Draußen habe ich gesehen, fährt auch ein Nexo. Sie machen ja beides. Was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie das gelesen haben? Ja gut, also wir von Konzernebene her sind so aufgestellt, dass wir eigentlich beiden eine Chance geben. Bei uns heißt es nicht entweder oder, sondern eigentlich beides. Weil wir sagen, dass wir die Erfahrung haben, dass je nach Fahrzeugnutzen und Kundennutzen der Fahrzeugführer dort unterschiedliche Ansprüche sind. Und beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile, können unterschiedliche Kundennutzen eigentlich idealer ansprechen, und deshalb setzen wir eigentlich in beide Systeme. Wir vertiefen das gleich. Thorsten Herbert, bei der NOW gab es sicherlich auch die ein oder andere Runde, nachdem dieses Zitat in der Welt
war, könnte ich mir vorstellen. Ihr habt ja eigentlich so eine kombinierte Aufgabe im Namen der Bundesregierung, beide Technologien zu fördern. Was ging da vor sich in eurem Büro? Naja, schon das ein oder andere Telefonat, auf jeden Fall auch in Richtung der beteiligten Automobilhersteller in die Entwicklungsabteilungen, weil wir im Grunde mit allen, die dort jetzt auch sozusagen an diesem ominösen Telefonat beteiligt waren, letztlich auch Fahrzeugentwicklungsprojekte, Brennstoffzellen-Fahrzeugentwicklungsprojekte im Nationalen Innovationsprogramm Wasserstoff-Brennstoffzelle fördern. Und natürlich interessiert es uns da, was hat das nun für eine Auswirkung? Hat das eine Auswirkung auf die Projekte? Letztlich haben aber all diese Telefonate so ein bisschen unsere Grundentspannung mit dieser Aussage bestätigt, dass im Grunde alle gesagt haben, also die Entwicklungsprojekte, so wie sie vorgesehen sind und geplant sind, gehen ganz normal weiter. Das heißt, hier wird es keine tatsächlich strategische, konzernstrategische Änderung geben. Ich glaube vielmehr, dass das auch in Zusammenhang mit, ich sag mal jetzt, der Veröffentlichung des ersten NPMs-Berichts und so weiter, dass es eine sehr stark politisch getriebene Aussage war von Herrn Diess und sicherlich auch, denke ich, auch VW markenspezifisch sicherlich getrieben war. Und man dort, wenn man da das Fahrzeugportfolio der Marke VW anguckt, natürlich auch bei den Fahrzeugen, die dort vorhanden sind, auch das Thema Batterie durchaus als sinnvoll ansehen kann. Einen, den das vermutlich auch getroffen hat, was da kommuniziert wurde, ist Nicolas Ivan. Sie haben ja mit H2Mobility gerade viele Wasserstofftankstellen erstmal aufgebaut. Ihr habt jetzt aber nicht vor Schreck vor, die alle wieder abzubauen, oder? Wir haben nicht nur, sondern wir bauen auf. Also heute und morgen werden Sie weitere sehen. Ich war gerade aus dem Ausland zurückgekommen und ich war in den Monaten vorher in Korea und in China und war gerade aus London zurück, als ich das gelesen habe. Und habe da von einem sehr senioren Vertreter einer meiner großen Shareholder, wurde ich mit den Worten empfangen, die Hydrogen Activities all over the world are exploding. Man kann aber das Wort streiten in dem Zusammenhang. Er wollte sagen, die steigen stark an. Just the Germans don't get it. Und da habe ich gefragt, ob ich verstehe, warum die Germans das nicht verstehen, ja, und alle anderen Länder jetzt so massiv auf Wasserstoff setzen. Und in der Tat, in Korea und Japan, vielleicht sprechen wir noch drüber, kann man das ja sehr deutlich sehen. Und mich hat dieses Zitat, oder für mich war das Zitat erstmal ein Stück weit aus der Zeit gefallen, weil die letzten Monate wirklich sich auch die Anzeichen mehrten, dass es in Deutschland vorangeht. Ich habe mich mittlerweile wieder einigermaßen entspannt, aber es ist aus Konzernsicht oder aus Markensicht zumindest verständlich. Aber es ist für mich persönlich bedauerlich, weil es sicherlich viele sehr ernst nehmen werden und weil wir damit die Gefahr erhöhen, dass wir in 5 Jahren bei der Brennstoffzelle und bei der Stackfertigung dastehen, wo wir heute mit der Batterie stehen, nämlich genau bei den wesentlichen Komponenten den Asiaten hinterherzuschauen und bei der Fertigung nicht mitzukommen. Es gab ja auch durchaus Widerspruch aus der Automobilindustrie, eben von anderen Konzernen, die auch bei Ihnen ja investieren, um die Infrastruktur zu schaffen. Nun kann man natürlich sagen, so richtig geliefert hat ja im Grunde noch keiner, zumindest in Deutschland. Bei Daimler gibt es ja jetzt zumindest mal 1000 Fahrzeuge. Einer, der schon geliefert hat, draußen fährt ja der Nexo, ist hier. Können Sie bestätigen, dass in anderen Teilen der Welt die Technologien dort viel offener und viel paralleler entwickelt werden? Hyundai immerhin als koreanischer Hersteller ja, wie wir schon gehört haben, in beiden Welten sehr aktiv. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen auch aus Ihrer Strategie berichten. Ja, bei uns ist es so, dass wir den Nexo, worüber wir jetzt sozusagen reden, ist für uns ein Weltauto. Das heißt, wir bieten das Fahrzeug in allen Teilen der Welt an, da wo die entsprechende Nachfrage da ist. Und was wir halt realisiert haben, ist, dass die Nachfrage nach dem Fahrzeug oder nach solch einer Technologie deutlich höher ist, als dass wir eigentlich zum Anfang mal einkalkuliert haben. Das ist ein Thema, womit wir jetzt arbeiten. Wir versuchen da die entsprechenden Kapazitäten anzupassen, was jetzt nicht so einfach ist, aber der Konzern ist da auf einem guten Weg, um die entsprechende Nachfrage auch zu bedienen. Also vor allen Dingen im asiatischen Raum, aber auch in den USA oder Australien ist da schon eine sehr große Nachfrage da.
Wo ziehen Sie denn bei der Fahrzeugentwicklung möglicherweise auch die Grenze zwischen diesen beiden Technologien? Sie haben ja mit dem Hyundai Ioniq ein sehr effizientes, durchaus langstreckentaugliches Auto im Programm. Mit dem Kona einen Crossover-Mini-SUV, mit dem bin ich übrigens hier, mit der großen Batterie. Und dann das Nexo ist ja quasi die nächstgrößere SUV-Bauform. Wird man da möglicherweise auch genau die Grenze ziehen? Also momentan gehen wir davon aus, dass irgendwo in diesem Bereich, ich sage jetzt mal zwischen, wie es in Deutschland ja so heißt, zwischen Golf und Passat Klasse, da irgendwo in diesem Bereich wird aus unserer Sicht so die Grenze sein, wo man eher dann vielleicht in die eine oder in die andere Richtung tendiert. In diesem Bereich ist es auch so, dass natürlich die Technologien auch nebeneinander existieren können. Es kommt immer darauf an, wofür dann die entsprechenden Fahrzeuge im Endeffekt vom Fahrer oder vom Nutzer dann genutzt werden. Also da ist es noch nicht finalisiert und da muss man jetzt entsprechend zügig auf die Marktgegebenheiten reagieren. Wo Sie schon das Brückenschlagen ansprechen, Herr Hellwig, ZF sieht sich ja auch als Brückenbauer. Ich habe ein sehr interessantes Gespräch dann erlebt auf dem VDA-Kongress, wo erst Volkswagen im Grunde ein Loblied auf das BEV gehalten hat und gesagt hat, wir müssen jetzt alle in diese Richtung rennen. Und danach kam Ihr CEO und hat gesagt, ja Moment, lass uns doch erstmal Volkshybrid machen. Ich stelle mir das etwas schwierig vor, für Sie als Zulieferer auf diese schnellen Schwenks, die da gerade passieren und Umbrüche zu reagieren. Vielleicht können Sie uns mal ein bisschen Ihre Position erläutern. Ja, also ich gehe vielleicht noch auf den Vorredner. Ich meine, der Batterie- oder Brennstoffzelle ist ja weniger ein Thema der Fahrzeuggröße, ist mehr ein Thema der Strecke, der Reichweite. Also ich habe die Fahrzeuge, die eher kürzere Strecken fahren, die mit einer Batterie sicherlich die bessere Effizienz haben, weil die Batterie macht aus dem Strom mehr Bewegung als die Brennstoffzelle. Ungefähr etwas mehr als doppelt so viel. Das heißt, dort, wo ich keine Reichweitenbeschränkungen habe, das. Und für die längeren Strecken, für die Fahrzeuge, und das ist dann halt eben eher der Passat als der Golf, der die längere Strecke fährt, von dem her passt es wieder, dann eben eine Technologie, die mir einfach die Reichweite bietet. So, und jetzt stellt sich eben die Frage, ist heute die Brennstoffzelle in der Lage, diese Reichweitenfahrzeuge in großen Stückzahlen abzudecken? Dass sie langfristig das Potenzial hat, ich glaube, da gibt es überhaupt keine Frage. Solange sie aber nicht in der Lage ist, hat der Kunde, der mit einem Elektroauto einfach dieses Mobilitätsbedürfnis nicht abdecken kann, heute die Wahl, sage ich, entweder er kauft ein Hybridauto oder er bleibt halt beim normalen Verbrenner. Und deswegen ist es gar nicht dann auch die Frage, jetzt Hybrid oder Batterie, sondern eher die Frage, Hybrid oder normaler Verbrenner. Und darauf jetzt eben genau, und solange das der Fall ist, ist das aus unserer Sicht eben die ideale Technologie, um auch dort schon in diesen Fahrzeugklassen den Einstieg in die Elektromobilität zu schaffen und dort die in großen Stückzahlen relativ schnell auch einen Effekt, einen Emissionseinspareffekt zu bringen. Ich finde... Einfach los. So, einfach los, sehr gut. Ich finde, die Diskussion hier geht in eine ähnliche Richtung, wie sie auch Herr Dies in seiner Präsentation angestoßen hat. Wir argumentieren mit Energieeffizienz, er hat sogar mit Primärenergieeffizienz argumentiert. Ja. Das ist für Ingenieure und für Manager vielleicht auch noch ein interessanter Grund, aber wir sollten viel stärker an den Kunden denken. Und ich glaube, da ist noch nicht ausgemacht, ja, dass wenn der Kunde mal die Wahl hat, dass er sich dann auch bei kleinen Fahrzeugen fürs Laden und für die Kabel und für alles Mögliche, was damit zusammenhängt, entscheidet. Wenn wir über technokratische Argumente diskutieren, dann müssten wir zumindest auch noch die Ressourceneffizienz mit ins Feld führen. Ja, und dann sieht die Sache nämlich schon wieder anders aus, weil sie bei Batterieantriebssträngen sicherlich 40-50% der Kosten allein irgendwo ins Ausland überweisen müssen für die Ressourcen, die sie brauchen. Bei der Brennstoffzelle sind es wahrscheinlich unter 10%. Aber wir sollten viel stärker vom Kunden ausdenken und dann, glaube ich, kommen wir zu anderen Schlussfolgerungen möglicherweise und dann ist nicht in Stein gemeißelt, dass es erst bei SUVs für die Brennstoffzelle losgeht. Herr Gutt, Sie haben ja die Kunden. Was will denn der Kunde? Genau. Also da wollte ich nochmal kurz einhaken, weil was wir halt gelernt haben, ist jetzt ohne negativ das auszudrücken, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und wenn er sich an etwas gewöhnt hat, dann möchte er es auch so behalten.
Und was wir halt speziell für den Nexo immer wieder zurückgespielt bekommen von den Kunden, aber auch von Interessenten, die sich mit der Technologie auseinandersetzen, ist einfach, dass sie das mit dem Fahrzeug oder mit dieser Technologie momentan am ehesten umsetzen können, das, was sie gewöhnt sind und das, was sie auch wollen. Sicherlich mit der Elektromobilität an sich muss ein gewisser Umwandlungsprozess stattfinden, auch bei der Nutzung des Fahrzeugs und beim Ladenthema. Aber insgesamt ist es so, dass wir wirklich immer von den Kunden zurückgespielt bekommen, wie super das ist, dass sie halt an die Tankstelle ranfahren können. Innerhalb von weniger als 5 Minuten ist das Fahrzeug wieder komplett vollgeladen und können dann weiterfahren. Also das ist schon ein Thema, das kann das Auto. Nur muss man allerdings sagen, wir haben die Volumen noch nicht da, wo sie gerne sein sollten. Herr Haselrieder, macht es Sinn, Autos mit sehr, sehr großen und entsprechend schweren Batterien auf die Autobahn zu schicken? Batterien werden immer größer, um dem Kunden bei batterieelektrischen Fahrzeugen die Reichweite zu bieten. Also die ersten Generationen waren, ich sag mal, für meine Verhältnisse eher unattraktiv mit 200 Kilometer und weniger Reichweite und im Winter noch weniger. Es hat aber auch andere Gründe, warum man das macht, also Ladeinfrastruktur und so weiter und so fort. Das heißt, wir werden sehen, dass Fahrzeuge ähnlich wie beim Tesla vor ein paar Jahren, weil es bezahlbar ist mittlerweile, mit Reichweiten 400, 500 Kilometer ausgestattet werden oder sehr zeitnah. Und insofern, ja, wir werden das sehen. Das löst auch viele andere Probleme mit, ich sag mal, die meisten Kunden, 90% der Kunden entladen nur 10% pro Tag oder 15. Das ist auch, ich sag mal, Gold wert, was die Alterung der Batterie betrifft. Also das löst auch dort noch viele Probleme. Das heißt, wir werden das sehen. Ich glaube aber, dass aufgrund weiterer Optimierung auch der Kosten, das dann eventuell sich so entwickelt, dass man sagt, ja, man hat Elektrofahrzeuge, batterieelektrisch im Stadtverkehr, da brauche ich gar nicht solche Reichweiten und da dann eventuell auch die Batterievolumina die Kapazitäten wieder runternimmt, also vielleicht in 10, 20 Jahren, um einfach kostendeckender zu sein. Also das heißt, wir werden das sehen, ob das so bleibt, das ist, sage ich mal, die Frage. Es gibt Argumente dafür, dass man sagen kann, es wird sich auch wieder ändern, aber wir werden das sehen. Ja. Oder es wird so sein. Eine ganz kurze Anekdote erzählen, weil ich vor 2 Wochen die Chance hatte, mit einem leitenden Angestellten aus dem höheren Management einer der Top 5 Batteriekonzerne zu sprechen beim Abendessen. Und wir haben uns 1,5 Stunden lang fachsimpelt über Batterie, Brennstoffzelle und alles Mögliche unterhalten. Und dann zu fortgeschrittener Stunde, vielleicht auch mit dem einen oder anderen Glas Wein intus, ist er dann sehr offen geworden und hat so im Nebensatz bemerkt, übrigens halte ich das für eine Übergangslösung und am Ende wird es die Brennstoffzelle werden, hat er als Batterieexperte und Verkäufer gesagt. Und ich frage, ja, warum? Na, es ist einfach völlig sinnfrei, 800 Kilo Batterie mit durch die Gegend zu fahren. Aber ihr Brennstoffzellen braucht natürlich auch die Batterie. Es sind ja immer Hybridlösungen und wie die dann nachher im Mischungsverhältnis aussehen werden, ist auch heute noch nicht ausgemacht. Aber es werden eben hybride Lösungen sein und deshalb mache ich mir keine Sorgen um mein Geschäft. Ja? Aber diese großen Batterien sind vernünftig sicher nicht. Vielleicht kurze Bestätigung, also man wird den Hybrid wahrscheinlich nicht sehr lange mit dem Verbrennungsmotor, sondern mit der Brennstoffzelle dann sehen. Ne? So, ich wollte jetzt nur nochmal quasi auch einen Trend, den man gerade im Busbereich sieht beispielsweise. Also die Brennstoffzellenbusse, wo die ersten Prototypen tatsächlich reine Brennstoffzellenantriebe waren oder mit einem hohen Schwerpunkt auf Brennstoffzelle, mit einer kleinen Pufferbatterie, sind jetzt die neuen Modelle, die es da gibt. Die Ankündigung von Solaris eben mit einem 60 kW Brennstoffzellensystem und etwas mehr als 100 Kilowattstunden Batterie. So, also da geht auch quasi in dem Bereich tatsächlich der Trend dazu, quasi so ein Kostenoptimum zu finden zwischen, ich sag mal, den beiden Komponenten. Und das wird man sicherlich früher oder später dann auch in den größeren Pkw sehen. Ne? Herr Haselrieder, vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Batterieentwicklung auch. Können Sie uns denn aufzeigen, dass die Batterietechnologie sich derart verbessert, dass sie irgendwann das, was eine Brennstoffzelle heute im Auto erfüllen könnte, leisten kann, sprich in 5 Minuten voll machen und dann wieder 5, 6, 7, 800 Kilometer fahren. Ich meine, eigentlich brauche ich das nicht, habe mich an Ladepausen im Elektroauto durchaus gewöhnt. Aber wo geht die Reise hin bei der Batterie?
Vielleicht einen ganz kurzen Schritt zurück. Also wir haben ja eigentlich schon sehr viele Entwicklungen gesehen in den letzten Jahren. Also Beispiel, vor 5-6 Jahren hatte eine PHEV-2-Zelle, das ist ein Standardformat, 25 Amperestunden. Und mittlerweile sind wir in Regionen 40, eher 50 Amperestunden im gleichen Volumen. Das hat was mit der Optimierung der Elektroden, der Innereien der Batterie an sich zu tun. Das heißt, wenn wir jetzt 500 Kilometer kriegen, dann kriegen wir nicht einfach doppelt so viele Zellen. Also wir haben auch dort schon sozusagen eine Verbesserung der Technologie. Die ist natürlich nach oben hin physikalisch begrenzt. Das heißt, wir werden diese Entwicklung halt weitersehen und wir werden dort sozusagen weitere Effizienzsteigerungen sozusagen sehen und werden auch, die nächste Generation der Batterien wird eher größer vom geometrischen Verhältnis, dass es so eine Art quadratisch praktisch guter Riegel ist, den man sozusagen unter das Auto drunter kriegt. Also das heißt, wir haben hier auf jeden Fall die Entwicklung, dass wir noch ein bisschen Luft nach oben haben für die Lithium-Ionen-Batterie und dann steht halt zur Frage, welche Batterietechnologien folgen können. All-Solid-State-Batterien sind immer sozusagen sehr stark vertreten, da muss man aber ganz ehrlich sein, da sind Forschung im Bereich der Materialien und adaptiv auch der Prozesse zur Verarbeitung der Materialien notwendig und Entwicklungsschritte. Und die Entwicklungsschritte müssen so geartet sein, dass wirklich die neue Technologie auch einen Vorteil bringt. Kurzes Beispiel, wenn sie wesentlich teurer ist, wird sie sich nicht durchsetzen. Da haben wir dann die Chance, sozusagen das Schnellladen wirklich zu revolutionieren. In der Lithium-Ionen-Batterie haben wir insbesondere bei uns in der Forschung Ansätze, um das auch zu tun. Also beispielsweise untersuchen wir Prozesse, um Batterieelektroden mit künstlichen Autobahnen zu versehen. Das sind im Prinzip große Löcher, wo der Elektrolyt eindringen und dann sozusagen in großen Durchsätzen sich im Bulkvolumen der Elektrode verteilen kann, um solche Probleme zu adressieren. Generell ist es so in der Batterie, es geht immer eine Optimierung zwischen Energiedichte und Leistungsdichte. Also wir werden da besser werden. Wir kriegen das mit den 20 und 15 Minuten hin. Aber es ist, man kann das auch, muss noch ein bisschen erforschen. Aber habe ich Sie richtig verstanden, dass die große Hoffnung der Festkörperbatterie, was ja All-Solid-State ist, möglicherweise doch noch auf der Zeitachse viel weiter weg ist, dass, als so mancher das sich heute erträumt? Wenn man alle Faktoren in Betracht zieht, und das sind jetzt nicht nur die reinen elektrochemischen Kenndaten, sowas wie schnell laden und viel Energie und Lebenszeit, auch sind halt die Kosten entscheidend. Ja. Und diese Kosten müssen auf dem gleichen Niveau sein. Jetzt gibt es bei der Feststoffbatterie noch ein weiteres Problem. Man sagt halt, die Energiedichte ist eigentlich nicht höher, wenn ich es nicht hinbekomme, auch die Lithium-Metall-Anode zu beherrschen. Und das ist ein Thema, was schon viele Jahre, auch in den 70ern schon behandelt wurde. Natürlich haben wir jetzt andere Technologien zur Verfügung, aber man muss sagen, wenn ich das nicht hinkriege, habe ich energetisch keinen Vorteil, also keinen wirklichen Vorteil. Und der muss gehoben werden, aber jetzt muss man auch ganz offen sagen, die klassische Lithium-Ionen-Batterietechnologie, wenn ich es da auch hinkriege, Lithium-Metall nutzbar zu machen, habe ich natürlich auch einen Increase, also einen Zuwachs in der Energiedichte. Und somit gibt es viele offene Fragen. Und es muss halt das Gesamtpaket am Ende stimmen. Das ist eigentlich die Aussage. Also es müssen auch die Kosten stimmen. Und bevor das nicht stimmt, wird sich sozusagen die Feststoffbatterie nicht durchsetzen. In meinem Kopf sind es noch mindestens 15 Jahre oder 10, 15 Jahre, bis wir All-Solid-State-Batterien das erste Mal kommerziell überhaupt sehen. Ja. Da könnte ja genau das richtige Zeitfenster für die Brennstoffzelle sein, Herr Iwan. Das Zeitfenster brauchen wir nicht mehr. Man muss ja auch eine Sache immer dazu sagen, die Batterie hat einen ganz, ganz großen Vorteil, von dem sie profitiert, und das war ein Windfall, wie man so schön sagt, für den sie gar nichts konnte, zumindest nicht im Auto. Und das ist das hier. Ja? In den Anfang der Nullerjahre fing es an mit den Lithium-Ionen-Batterien und 2014, 15 habe ich die letzte Statistik dazu gesehen, sind es rund 3 Milliarden Endgeräte, wo Lithium-Ionen-Batterien eingebaut wurden. Das heißt, diese 90-95% Kostendegression und auch die ganze Material und die Automatisierung und so weiter ist passiert, bevor die Leute auf die Idee kamen, die in Autos einzubauen. Elon Musk hat es zum ersten Mal quasi erkannt und 2006, 2007 da die Notebook-Akkus auch öffentlichkeitswirksam in seinen Kofferraum gepackt und den Roadster angetrieben. Ja. Aber das ist der, wenn ich einen Grund nennen würde, ja, der Grund, warum die Lithium-Ionen-Batterie und damit das Elektroauto heute so erfolgreich ist. Und gäbe es Brennstoffzellen in
Telefonen oder anderen Endgeräten, ja, dann sähe die Welt ganz anders aus. Und das ist das einzige Thema, das es heute bei der Brennstoffzelle wirklich zu lösen gilt. Das sind die Kosten. Ja, sind die Kosten, die kommen nicht nur mit Skalierung, sondern auch mit einer ganzen Menge Engineering wahrscheinlich noch, was Materialien angeht. Aber das ist das große Thema der Brennstoffzelle. Das ist noch eine Manufakturware, wo die Batterie längst auf Milliardenskala optimiert ist. Also Platin runter zum Beispiel ist so ein wichtiges Thema, haben wir bei der Batterie aber auch. Da muss Kobalt runter. Also diese Themen haben wir ja überall. Vielleicht nochmal der Punkt Wirkungsgrad. Wir haben letzte Woche auch noch mal so einen großen Debattenbeitrag bei uns gemacht und ich habe mir die Kommentare dazu noch mal angesehen und immer kommt, aber die Brennstoffzelle hat doch so einen schlechten Wirkungsgrad. Das ist ja immer so dieses Totschlagargument. Wenn das aber zählen würde, müssten wir 99% der Fahrzeuge draußen sofort in die Garage stellen, weil sie dürften nicht mehr fahren mit ihrem Verbrennungsmotor, oder? Ja, also das ist halt viel zu kurz gesprungen, aber das ist auch schwer, das so einfach zu erklären. Aber ich meine, vor 100 Jahren waren Batterieautos und Verbrennerautos ganz grob gleich auf. Ja? Und der Verbrenner war nicht der mit dem besseren Wirkungsgrad und trotzdem hat er sich durchgesetzt. Warum? Vor allem deshalb, weil Öl und ölbasierte Kraftstoffe fürchterlich günstig wurden, ja, und Ford gleichzeitig die Massenproduktion und damit auch das günstige Auto erfunden hat. Also aus Kundensicht ist es sicher nicht der Wirkungsgrad, der entscheidet. Und wenn wir schon über Wirkungsgrade sprechen, dann müssen wir auch über Materialwirkungsgrade sprechen. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll ist, aus einer Welt, wo wir Öl und Gas in Nigeria extrahieren, in eine Welt zu gehen, wo wir halt Kobalt im Kongo in gigantischen Mengen brauchen und Lithium in Bolivien und dadurch die Landschaft verschandeln und alle Probleme, die damit zusammenhängen, uns ins Haus holen. Und deshalb werden wir den Mix brauchen, ja, und nicht nur auf eine Technologie setzen können. Also ich glaube auch, also am Ende des Tages ist es so, dass der Kunde entscheiden wird nach der Nutzbarkeit für ihn. Was bringt das Produkt, wenn er es kauft? Welchen Nutzen hat er daraus? Und das ist halt das Entscheidende, was mir gerade eingefallen ist. Im Endeffekt ist es ja auch nichts anderes wie mit dem iPhone, wo das iPhone auf den Markt gekommen ist. Dann damit ist ja ein großer Hersteller auch ziemlich nach unten gefallen. Und der hatte aber Handys, die hatten Batterien, Akkus, die haben 7-8 Tage gehalten. Und da konnte man sehr, sehr lange damit arbeiten. Und das iPhone hält heutzutage, wenn man es relativ intensiv nutzt, einen Tag. Und dann ist der Akku leer. Aber der Nutzen, den der Kunde damit verbindet und die Nutzbarkeit ist für ihn deutlich höher als das alte 6310 von Nokia. Und deshalb ist die Geschichte halt so gegangen, wie sie ist. Und ich möchte zum iPhone noch eine Sache sagen, sorry. Gerne, wir wollen ja hier diskutieren. Ja, es wird oft von den von Leuten, die an einen sehr schnellen Fortschritt glauben, das iPhone zitiert, als Beispiel dafür, wie schnell ein Wandel gehen kann. Ja? Und dann wird gesagt, beim iPhone, als es kam, ging alles auf einmal viel schneller, als es in jeder Prognose stand. Richtig. Aber das iPhone hat in jeder Dimension, wo Kunden Nutzen messen, die Latte höher gelegt, und zwar dramatisch höher. Ja? Das ist beim batterieelektrischen Auto mal sicher nicht so. Ja? Deswegen glaube ich nicht, dass diese Analogie stimmt, ja? Weil der Kunde am Ende entscheiden wird. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum China gerade umdenkt. Weil wenn Sie die chinesischen Kunden fragen, dann sind die nicht alle begeistert davon, dass sie irgendwo außerhalb laden müssen und dann mit dem Uber irgendwie in die Stadt nach Hause fahren oder ähnliches. Die sind nicht alle begeistert davon. Und am Ende muss es um den Kunden gehen, ja, und nicht um abstrakte Diskussionen. Und da steht uns noch eine interessante Reise bevor, was mit aber den 6 bis 8 Millionen VWs passiert. Ich will hier widersprechen. Ich kann auf dem großen Tesla-Bildschirm bunte Bilder malen. Und ich kann so tun, als wäre ich auf dem Mars. Das ist schon, nein, das ist natürlich überhaupt keinen Kundennutzen. Was machen wir denn da jetzt? Ja gut, ich meine, es wurde ja schon gesagt, letztendlich, man muss was bieten für den Kunden. Und das alles nützt uns nichts, wenn es der Kunde heute nicht kauft oder wenn er es nicht kaufen kann. So kriegen wir keine Emissionen runter. Das heißt, wir müssen jetzt was bieten, was der Kunde haben will und was er kaufen kann. Und das war auch wieder eingangs. Da mag es für den einen sicherlich das batterieelektrische Auto sein. Aktuell gibt es aber eben auch Kunden, die eben jetzt das batterieelektrische Auto für sie vom Nutzen her nicht brauchen. Und deswegen war ja auch die Aussage, das können wir aktuell über Hybridlösung oder werden wir immer über Hybridlösung machen. Vielleicht ist es zukünftig der Brennstoffzellenhybrid.
das wird eben in dem Moment, wo die Brennstoffzelle die Kosten hat, dass der Kunde es sich leisten kann und auch die entsprechenden Volumen da sind. Nur, wie gesagt, wir müssen jetzt was fürs Klima tun und können nicht lange warten auf theoretische Sachen, sondern müssen handeln. Das würde ja bedeuten, wenn wir jetzt über das Klima nachdenken, nicht entweder oder bei Batterie und Brennstoffzelle, sondern ganz schnell weg mit Benzin und Diesel, damit wir beide Technologien hochskalieren können, oder? Ja, ganz klar. Also das ist ja das, ich sag mal, das... Stelle ich da Konsens her hier auf dem Podium, oder? Das nicken alle vorsichtig, traut sich keiner so richtig, das zu sagen. Aber in welche Richtung fördert denn jetzt eine NOW dann auch weiter? Ich meine, da ist, muss man schon sagen, viel Geld in Brennstoffzellen und Wasserstoffinfrastruktur geflossen, die heute kaum genutzt wird, weil kaum Autos da sind. Ebenso geht viel Geld in Ladeinfrastruktur. Sie müssen ja schlussendlich mit unseren Steuergeldern die richtigen Entscheidungen treffen gerade. Stellen wir das auch nicht so einfach vor. Das stimmt. Deshalb haben wir ja... im Laufe des letzten Jahres dieses Standort-Tool eingeführt, was wir zunächst jetzt aufs Thema Batterieladeinfrastruktur mal getrimmt haben, was aber auch uns jetzt in den nächsten Monaten, Jahren dabei begleiten soll, auch die anderen Infrastrukturen, also zunächst mal Wasserstoffinfrastruktur, aber auch immer noch sozusagen als Brückenlösung Thema LNG im Schwerlastverkehr, wo eben entsprechende Aktivitäten noch laufen. Aber letztlich soll uns dieses Standort-Tool tatsächlich als zentrales Werkzeug dienen, um hier auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Am Ende geht's und das sind so die zwei Kriterien, die wir immer wieder heranführen. Tatsächlich um eine kundenwerte Infrastruktur. Also sprich, ich muss überall hinkommen. Ja, das heißt, es muss geografisch verteilt die entsprechenden Punkte geben und ich muss auch sehen, dass ich keine Wartezeiten habe. Das heißt, ich muss auch beispielsweise beim Thema Ladeinfrastruktur gucken, bei hochfrequentierten Standorten, so tut es denn da jetzt im Moment vielleicht noch so die eine Tank und Rast sozusagen Schnellladesäule, aber dann mit den 10 Millionen Fahrzeugen sicherlich nicht mehr an vielen Standorten. Und da müssen wir eben hin, dass wir auch dort in Richtung Nachverdichtung gehen und so weiter. Und das ist natürlich ein großer Vorteil wieder der Wasserstoffinfrastruktur, dass ich eben im Grunde diese beiden Kriterien, also ich komme überall hin und ich muss nicht warten, allerspätestens eigentlich mit den 100 Tankstellen, die wir Ende diesen Jahres sehr wahrscheinlich erreichen, eigentlich schon abhaken kann, weil ich auf jeden Fall überall hinkomme. Und ich sag mal, bei den Fahrzeugzahlen, die ich bis Ende des Jahres erwarte, sicherlich auch keine Wartezeiten auf mich zukommen und da irgendwie drei Fahrzeuge vor mir stehen. Wobei die Wartezeit ja dann relativ ist, weil ich ja dann im Grunde auch nach 15, 20 Minuten auch weiterkomme. Wo wir bei der Infrastruktur sind, Herr Iwan, auch ein Argument, was immer kommt, ist die Komplexität der Wasserstoffinfrastruktur, die hohen Drücke, die Anforderungen, dann doch wieder mit dem LKW den Wasserstoff anzuliefern, solche Dinge mehr. Können Sie uns die Hoffnung machen, dass diese Technologie einfacher, günstiger auch auf der Infrastrukturseite wird? Na, die Herausforderung ist auf der Infrastrukturseite recht identisch zu der Fahrzeugseite. Da geht es auch vor allem um Skaleneffekte und Kosten. Aber Sie haben recht, danach kommt auch die Herausforderung Komplexität, mit der wir durchaus tagtäglich zu tun haben. Die Herausforderung in der Logistik ist überschaubar. Ja? Das ist recht analog zu der heutigen Logistik. Und es ist in der Tat so, dass wenn Sie über eine vernünftige Größenordnung Speicher vor Ort an der Tankstelle und Tankstelle reden, dass dann die Transportkosten nicht mehr ins Gewicht fallen in der gesamten Kostenkette. Da sagt natürlich jetzt der Batteriefreund, der sagt, Strom ist überall, diese Logistik spare ich mir. Ja, es ist auch richtig. Das ist einer der ganz, ganz großen Vorteile der Batterie und deswegen macht Batterie auch in ganz vielen Fällen Sinn, dass Strom praktisch allgegenwärtig ist, ja, überall ist, aus der Steckdose kommt, zu Hause und so weiter. Deswegen macht Batterie unglaublich viel Sinn, wenn man zu Hause laden kann und jeden Tag 30 Minuten oder 30 Kilometer ins Büro fährt. Ja, top.
Aber die Logistik, wie gesagt, und wenn sie dann mit dem Wasserstoff-LKW irgendwann funktioniert, ist auch emissionsfrei, ist nicht das große Problem. Das Thema ist in der Tat die Tankstelle, wo es verschiedene mechanische Komponenten gibt und eine Software, die eine Temperatur und Druck steuern muss. Und das ist eine Komplexität, mit der wir uns beschäftigen. Edge Mobility ist mittlerweile weltgrößter Tankstellenbetreiber für 700 Bar Tankstellen. Wir haben IT-Systeme und alles, was dazugehört und werden da jeden Tag besser. Aber wir haben da sicher noch 2-3 Jahre eine steile Lernkurve vor uns, dann wird sie flacher. Wir kriegen das in den Griff, aber das ist eine Herausforderung, ja. Vielleicht da nochmal einhaken und auch auf Ihre Bemerkung hin, möglichst schnell weg vom Benzin oder vom Diesel. Ich denke, genau der Punkt ist doch immer zu überlegen, was braucht es aktuell. Weil wir wissen, Rohöl in einem Verbrennungsmotor verbrennen ist schädlich, aber Strom für das Batterieauto aus Braunkohle zu gewinnen, ist genauso schädlich. Und Wasserstoff aus Erdgas für die Brennstoffzelle zu machen, ist auch schädlich. Also, was wir machen müssen, wir müssen die Mobilität nachhaltig auf regenerative Energien umstellen. Und das ist ein Weg, das ist ein langer Weg, der wird etliche Jahre dauern. Und dann muss Stück für Stück alles parallel hochgefahren werden, um dann auch jeweils in der jeweiligen Situation die richtigen Schritte zu machen. Und deswegen auch Technologien parallel. Und ich sehe auch langfristig sicherlich eine Daseinsberechtigung für Brennstoffzelle, Batterie, für alles. In den entsprechenden Schritten immer gucken, was ist in der aktuellen Situation das Richtige, um möglichst die Emissionen runterzubringen. Es wird munter diskutiert, gerne. Also vollkommene Zustimmung. Also wir brauchen quasi die Elektromobilitätswende und die Energiewende Hand in Hand. Ja, anders funktioniert es nicht. Man muss immer darauf achten. Es gibt auch Leute, die haben dann die lokale Emission sozusagen nur im Fokus. Aber man sollte beides irgendwo berücksichtigen. Und was ich dann noch anführen wollte, ist, vieles ist ja auch noch unbekannt. Also es wird in diesem Feld der Elektromobilität, der Energiewende, werden Geschäftsmodelle entstehen, die sich Leute ausdenken, die jetzt noch gar nicht wissen, was sie sich da ausdenken. Das heißt, allein deswegen wird es eine Rechtfertigung für eine Brennstoffzelle und eine Batterie geben, weil es meinetwegen ein Beispiel irgendeine Umsteigestation am Rande der Stadt geben wird. Da kommen Leute mit einem Fahrzeug an, was die Reichweiten besser kann, und dann steigen sie meinetwegen ein city-taugliches Fahrzeug um. Ein stumpfes Beispiel. Ja. Und insofern wollte ich halt noch auf die Geschäftsmodelle hinweisen, und das ist einfach ein dynamisches System ist, aber wir brauchen das Hand in Hand. Ja, also das passt nochmal. Ich wollte nochmal den Punkt im Grunde auch schon vorher bei der, passt auch so ein bisschen zu dieser Wirkungsgrad-Diskussion, dass wir ja jetzt auch sehr fokussiert auf das Thema Mobilität sind und das Thema Verkehrswende, dass wir aber vielmehr auch das Gesamtsystem im Blick haben müssen. Und wenn man jetzt eben, ich sag mal, auf Gesamtsystemwirkungsgrad guckt, so, dann ist es früher oder später relativ wurscht, ob jetzt ein Brennstoffzellenauto 20, 25 oder 35% hat, weil ja, der Wasserstoff eben andere Beiträge zum Gesamtsystem bietet und beispielsweise als Speicher fungieren kann. Andererseits aber auch Unternehmen wie GP Joule beispielsweise, die auch die Wärme, die bei der Elektrolyse entsteht, zum Beispiel in lokale Wärmenetze einspeist, sodass wir dann im Grunde die 70%, die da heute in den Wirkungsgradketten sind, dann auch schnell mal bei 90%. Also wenn man wirklich, wie ich sag mal, Verkehr, Wärme, Energie zusammennimmt, ist es tatsächlich müßig, über tatsächlich Effizienzen einzelner alternative Antriebe zu sprechen. Und ich wollte jetzt nochmal Werbung machen, bevor ich gerne gleich nochmal an dich weitergebe. Jetzt Werbepause. Ja, was auch zum Thema Geschäftsmodelle passt. Wir haben jetzt ein Regionenprogramm aufgesetzt innerhalb des Wasserstoff- und Brennstoffzellenprogramms, wo wir im Grunde Regionen dazu aufgefordert haben, ja, in ihre Regionen zu schauen, was das Thema Wasserstoff-Brennstoffzelle auch an Wertschöpfung, auch an regionaler Energiewende tatsächlich als Beitrag leisten kann. Und wir hatten bei der Interessensbekundung 138 ja, tatsächlich Städte und Kommunen, die da auf uns zugekommen sind, was uns völlig überwältigt hat. Natürlich gab es auf unsere Pressemitteilung hin dann auch wieder die, die gesagt haben, naja, aber es gibt doch 15.000 Kommunen, da sind ja 138 nicht so viel, naja.
wir finden, wo wir bisher ja über, was weiß ich, Hamburg gesprochen haben, ne, über so Hotspots in Deutschland, NRW, Hamburg, Baden-Württemberg, hat es uns durchaus sehr überrascht, dass da 138 Städte und Kommunen, auch durchaus sehr kleinteilig, auf uns zugekommen sind, die tatsächlich diese Möglichkeiten sehen, eben dieses Gesamtsystem sehen, wie beispielsweise jetzt oben auch in Schleswig-Holstein die Bürgerwindparks, die heute eben mit dem Strom, Geld verdienen, der dort in Bürgerhand ist. Und GP Joule setzt genau dieses Konzept jetzt auch mit diesen Bürgergenossenschaften beim Thema Wasserstoff um dort oben. Das heißt, es gibt die sogenannte E-Farm GmbH, die jetzt quasi mit Windparks, die dann in 1-2 Jahren aus der EEG-Förderung rauslaufen, dann eben guckt, wie können wir quasi unseren erneuerbaren Strom speichern in Form von Wasserstoff und dann dort auch regional nutzen. Da werden Busse angeschafft, da werden Firmen-Pkw angeschafft. Und das ist einfach ein schönes Verkaufsargument auch gegenüber, was das Thema Akzeptanz angeht, gegenüber den Kommunen, zu sagen, hier, wir halten die erneuerbaren Energien bei uns in der Region und verdienen auch noch Geld damit. Der Werbeblock war jetzt in der Tat relativ lang. Ich würde mal mit Blick auf die Zeit nochmal einen Schwenk machen wollen. Wir haben jetzt ganz viel über Infrastruktur und auch über das Automobil gesprochen bei dem Thema. Es gab ja auch auf das Volkswagen-Zitat hin ein anderes Volkswagen-Zitat, das da hieß, aber Moment, bei Volkswagen-Nutzfahrzeuge brauchen wir die Brennstoffzelle eigentlich ganz unbedingt und sehr bald. ZF ist ja auch gerade im Nutzfahrzeugbereich sehr stark, Herr Hellwig. Der Tesla will jetzt LKWs mit Batterien bauen, Nikola Motor, ebenfalls ein Startup aus den USA, das gleiche tun, aber mit der Brennstoffzelle, aber vielleicht auch mit Batterien. Um Himmels Willen, wie geht es dann jetzt bei den Nutzfahrzeugen weiter und wo sehen Sie das Thema dort verortet? Also gerade bei den Nutzfahrzeugen ist die Diskussion derzeit ja die, auch die haben jetzt erstmalig CO2-Ziele erhalten und überlegen jetzt, welche Möglichkeiten sie haben. Ich meine, ein Nutzfahrzeug hat natürlich den Vorteil, ich habe nicht das Auto, das unter der Woche jeden Tag 30 Kilometer fährt und am Wochenende 400 Kilometer zu den Großeltern oder sonst wohin. Ja. Das heißt, ich habe mehr einen planbaren Einsatz. Und da gibt es sicherlich Einsätze, die sind prädestiniert für ein Batteriefahrzeug, Stadtverkehr, Verteilerverkehr. Es gibt aber auch Langstreckeneinsätze, die auf die Brennstoffzelle setzen werden, langfristig und bis die Brennstoffzelle, weil im Nutzfahrzeug geht es um Kosten, 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 solange bis die da ist, weiterhin mit dem Verbrennungsmotor fahren werden. Und die können aber, je nachdem, wie sie das Fahrzeug einsetzen, haben die Speditionen meistens die Möglichkeit, gezielt die Fahrzeuge für gezielte Einsätze zu beschaffen und werden sozusagen dann den Hybrid in ihrer Flotte machen. Herr Gutt, auch Hyundai baut Nutzfahrzeuge. Wo geht dort die Reise hin? Gut, wir bauen Nutzfahrzeuge, muss man allerdings jetzt dazu sagen, dass wir in Europa aktuell keine vertreiben. Wir haben aber, das ist ja letztes Jahr verkündet worden, eine Kooperation mit H2 Energy, einem ja, Wasserstoffkonsortium in der Schweiz, geschlossen, wo wir den ersten Schritt gemacht haben und eine Vereinbarung getroffen haben, über die Lieferung von 1.000 Wasserstoff-LKWs innerhalb der nächsten 5 Jahre. Da beginnt jetzt Ende des Jahres, geht dann so die Produktion los, sodass dann die Auslieferung dann spätestens Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres eigentlich erfolgen sollte. Und speziell in der Schweiz, dieses Konsortium hat sich halt dafür engagiert, hat entsprechende Abnehmer gefunden. Das ist vor allen Dingen auch die Coop-Gruppe, also die Lebensmittelbranche, die dort wirklich ihren kompletten Transportweg eigentlich auf Zero Emission umstellen wollen und haben natürlich dort dann auch diese Kontinuität damit geschaffen, damit auch die für dieses Konsortium werden in der Schweiz, glaube ich, gute 100 Tankstellen aufgebaut und damit schafft man natürlich auch die entsprechende Auslastung. Und das sind so Business Cases, wo man jetzt schauen muss, dass man die eventuell jetzt nach entsprechenden Diskussionen auch noch außerhalb der Schweiz vielleicht nutzen kann. Okay. Herr Haselrieder, an Sie als Batterieforscher die Frage, macht es Sinn, einen LKW,
der auf die Langstrecke, Mittellangstrecke geht, mit Batterien voll zu stopfen? Weil auch da haben wir das Thema Wärme muss weg. Also wir haben ja eigentlich schon darüber gesprochen, dass es eine besonders gute Eignung für die Brennstoffzelle gibt, wenn die Distanzen länger werden. Das sehe ich ganz genauso. Da sehe ich auch den ersten Markt für die Brennstoffzelle, ob es dann kleinere Fahrzeuge sein werden, die auch mit Brennstoffzelle fahren. Das ist eine Frage. Also ich verneine das nicht. Ich sehe das im Gesamtkonstrukt mit der Power-to-Gas-Frage und wie das entsprechend umgesetzt wird. Da kann die Chance massiv steigen, also weil einfach der Energieträger dann auch ubiquitär vorhanden ist oder wie auch immer. Und in der Hinsicht bin ich da auch bei der Brennstoffzelle. Ja? Also insbesondere, wenn es größere Fahrzeuge sind, wo die sich vielleicht auch eher unabhängig bewegen müssen. Also ja, bin ich auch bei der Brennstoffzelle. Herr Herbert, da gibt es ja auch viele Projekte, die auch gefördert werden. Es gibt Wasserstoffzüge für nicht elektrifizierte Bahnstrecken. Wir haben E4-Chips, also nicht die Chips, die wir jetzt alle gerne essen möchten, sondern die auf dem Meer fahren oder auch auf Flüssen. Wo sehen Sie die Technologie und wäre es nicht vielleicht auch eine schöne Idee, dass man mal sagt, okay, in dem und dem Segment legen wir uns mal fest auf die Brennstoffzelle und treiben das dort mal auf die Spitze und machen das marktreif? Etwas naiv vielleicht die Frage gestellt, aber... Nee, gute Idee. Wir sind tatsächlich, machen wir so. Wir sind tatsächlich gerade dabei, auch fürs Verkehrsministerium Ideen zu sammeln. Sogenannte auch Konsortien oder Themen für Konsortien zu stricken, wo wir sagen, weiß ich nicht, mache... Sie merken, er darf nicht zu viel verraten. Mache die Busflotte in Berlin bis in 10 Jahren null Emissionen. Bitte, unbedingt, sofort. Und dann ja. Bewerben sich eben 3 Bushersteller mit 2 Infrastrukturanbietern und sagen, okay, wir machen das in den nächsten 10 Jahren. Also solche, ich nenne es jetzt mal Leuchtturmprojekte, obwohl das Wort ein bisschen ausgelutscht ist, suchen wir tatsächlich gerade, um tatsächlich dort in einzelnen Bereichen Akzente zu setzen. Und das könnte zum Beispiel heißen, Logistik vielleicht in Branche A oder B wollen wir in 5 bis 10 Jahren auf Null Emissionen bringen und das möglichst mit Wasserstoff. Und dann bewerben sich im Grunde tatsächlich für die verschiedenen Aufgaben, die in diesen Jahren vollbracht werden müssen, sozusagen verschiedene Firmen und man macht dort sozusagen so konzertierte Aktionen. Das ist tatsächlich was wir gerade überlegen. Und im Zugbereich ist es eine ganz spannende Option. Da ist natürlich weiterhin auch die Möglichkeit, auch da beides, Batterie und Brennstoffzelle, weil es natürlich auch Strecken gibt, die zwischendurch auch eine Oberleitung haben. Und ich dort entsprechend nachladen kann mit einem Batteriezug. Die Idee quasi dort gezielt Akzente zu setzen, ist durchaus eine gute Möglichkeit. Herr Iwan, was der Volkswagen da im Moment macht, ist ja Kräftebündeln. Zu sagen, ich will über Stückzahl bei einer Technologie die Preise runterbringen. Wenn wir jetzt sagen, wir nehmen uns eine andere Fahrzeuggattung raus und konzentrieren uns mal darauf, wäre das nicht auch ein schöner Ansatz, bei Ihnen die Kosten runterzubringen? Naja, nun produzieren wir keine Fahrzeuge, deshalb kann ich... Ich sag mal, in Ihrer Welt, Sie sind Entscheidung, ja hier der Vertreter für die Wasserstoffwelt. Genau, ich weiß, wie Sie es meinen. Es ist aus Unternehmenssicht, ja, und die Unternehmenssicht, hat Herr Kagermann vorhin auch schön gesagt, ist eine andere Sicht als die Standortsicht. Aus Unternehmenssicht strategisch sicherlich gut und richtig, mit den eigenen Ressourcen hauszuhalten und sie zu konzentrieren. Und genau das passiert zum Glück ja auch außerhalb Deutschlands leider, aber es passiert. Ja, also Toyota baut gerade die Fabrik, um die 30.000 Fahrzeuge dann 2021 pro Jahr zu produzieren und Hyundai macht was Ähnliches. Und jetzt auch im Lkw-Bereich, halte ich für eine gute Idee. Es passiert, wie gesagt, nicht in Deutschland, aber außerhalb. Liegt nicht in meiner Macht, das zu entscheiden, aber ich versuche allen gut zuzureden, dass sie das in den richtigen Bereichen tun. Ja. Herr Haselrieder, ich habe mir gerade noch mal in meine Notizen aus den Vorgesprächen reingeschaut und habe gesehen, wir haben da so ein Thema diskutiert mit Schwarmfahrzeugen auf der Langstrecke mit Brennstoffzelle. Vielleicht können Sie uns diese Idee
ich kann mich nicht mehr ganz an unser Gespräch erinnern, gut, dass ich mitgeschrieben habe, noch mal so ein bisschen erläutern. Aber Sie gucken genauso Fragen wie ich. Ich bin auch hart am Überlegen, wo Sie da gerade sind. Also ich habe das Wort Schwarmfahrzeuge sozusagen in die Hand genommen, einfach nur, um in dem Gespräch deutlich zu machen, dass es halt, also meine Meinung ist auch, die Sicht des Kunden ändert sich ja. Also junge Menschen werden sich nicht zwangsläufigermaßen immer ihr, wie das früher war, ihr eigenes Auto kaufen und werden oder sehen das als Prestigeobjekt. Ja? Das heißt, es wird eher so sein, dass der Nutzen oder das, was der Kunde machen will, muss im Mittelpunkt stehen. Und dann ist halt genau die Frage, was ist das und wie kann ich das am besten bedienen? Ist es die Brennstoffzelle, ist es die Batterie? Und in dem Kontext habe ich dann gesagt, ja, stellen Sie sich vor, Sie realisieren die Fahrt zum Auto, zur Arbeit halt in solchen Schwarmfahrzeugen und dann müssen Sie selber nicht fahren. Also das war der Gedanke der Verbindung, ich sag mal, moderner Verkehrssysteme mit dem autonomen Fahren. Und das hängt natürlich auch, ich sag mal, mit dem Energieträger, mit dem ich fahre, entsprechend zusammen. Das kann ich jetzt mit einer Brennstoffzelle machen oder aber auch mit einem, mit einer Batterie vielleicht etwas besser, weil die Fahrzeuge in diesem Schwarm vielleicht sogar etwas kleiner sein werden, um sich dann wieder zu individualisieren und irgendwo abzufahren oder wie auch immer. Das heißt, da sehe ich halt die Batterie relativ weit vorne. Aber das ist halt ein Beispiel gewesen, dass es halt A, sich in der Gesellschaft ändert, was die Leute wollen, und B, halt ja, anderesartige Nutzungskonzepte dazukommen. Ja. Die Schwarmfahrzeuge produziert bald auch ein Partner von ZF, nämlich mit der IGO Mobile AG aus Aachen. Wir haben den IGO Mover auch hier auf der Hannover Messe drüben, lustigerweise in der Wasserstoffwelt, in der schön orange gestalteten Wasserstoffwelt. Da kommt jetzt auch wieder alles zusammen. Ein batterieelektrisches Fahrzeug, ein People Mover, der jetzt aber auch noch zusätzlich mit einer Brennstoffzelle als Range Extender gezeigt wird. Also auch da wieder die Frage, wo geht denn dort bitte die Reise hin? Ich sehe ja schon wieder alle Anwendungen. Ja, auch dort letztlich bei so einem ÖPNV-Betreiber wird die Reise dorthin gehen, wo es für ihn der bessere Business Case ist. Der wird rechnen, was kostet ihn das Fahrzeug als reines Batteriefahrzeug in seinem Einsatz, was kostet ihm das Fahrzeug mit Brennstoffzellen Range Extender über seine Betriebskosten, und er wird dieses Fahrzeug wählen, was für ihn die günstigeren Betriebskosten verursacht. Ich habe so das Gefühl, alle Betriebswirte haben die nächsten Jahre viel zu tun, oder? Nicht nur die Ingenieure. Die Rechnung wird etwas komplexer, ja. Aber das war eigentlich immer schon so. Also der, speziell im Nutzfahrzeugbereich TCO ist eigentlich das, was zählt. Und das ist auch die Herausforderung, dass man sowohl jetzt Batterie, elektrisch betriebene Nutzfahrzeuge als auch mit Wasserstoff in irgendeiner Art und Weise so hinbekommt, dass sie für die Spediteure TCO-mäßig genauso teuer oder günstig sind, wie es jetzt auch. Und dann erst wird sich diese Technologie dann entsprechend auch durchsetzen. Nur der Vollständigkeit halber nochmal die Frage in Richtung Zulieferer. ZF macht ja heute noch viel Geschäft mit hochkomplexen Getrieben. Die brauchen wir in beiden Welten nicht mehr, bei der Brennstoffzelle nicht und beim batterieelektrischen Antrieb. Womit machen Sie denn das Geschäft der Zukunft? Also in dem People Mover ist zum Beispiel der elektrische Antriebsstrang von ZF. Wir als ZF setzen auf den elektrischen Antriebsstrang unabhängig von Batterie und Brennstoffzelle, weil wir sagen, wo der Strom herkommt, ist dem Antrieb egal. Natürlich sehen wir auch, dass es den Verbrennungsmotor in verschiedenen Anwendungen noch eine ganze Weile geben wird, eben immer mehr elektrifiziert in dem Übergang, und das ist genau das Übergangsszenario. Der mechanische Anteil wird geringer, der elektrische Anteil steigt, und selbst ein Elektroantrieb hat noch Zahnräder und hat auch noch gewisse Schaltelemente, weil auch dort das Thema Effizienz ein wesentliches Thema sein wird, um auch den Energieverbrauch, der ja selbst wenn er regenerativ erzeugt wird, immer noch Geld kostet und auch nicht unbegrenzt zur Verfügung steht, so effizient wie möglich in Bewegung umzusetzen. Und da sehen wir ein ausreichendes Betätigungsfeld für uns als Antriebsspezialisten, hier tätig zu werden. Okay, ich nehme mit, alle gehen einigermaßen optimistisch in die Zukunft. Ich sehe, dass wir hier kein Entweder-Oder auf der Bühne haben. Wir haben hier Konsens, dass wir Batterie und Brennstoffzelle brauchen, oder? Ich sehe, ja, alle nicken, das hatte ich mir auch so gedacht für heute. Dann lassen wir uns eine schnelle Schlussrunde machen. Herr Haselrieder, was ist eher markt- und kostentechnisch konkurrenzfähig, die Brennstoffzelle oder die Festkörperbatterie? Die Festkörperbatterie braucht noch 15 Jahre, bis sie kommerziell
da ist und es gibt noch viele Hürden zu meistern. Die Lithium-Ionen-Batterietechnologie, evolutionäre Entwicklung, sind meines Erachtens momentan gute Weichen gestellt. Das heißt, sie ist einfacher und vielleicht jetzt auch einfacher umzusetzen und momentan dann daher in mehr Köpfen. Man muss immer gucken, welche Autos will ich antreiben und wenn ich dann eher kleinere Fahrzeuge habe, mag es die bessere Wahl sein. All Solid State sehe ich halt erst, sage ich mal, in der Umsetzung in 15 Jahren oder sowas nicht. Herr Hellwig, heute noch viele Getriebe, aber morgen der elektrische Antrieb. Wo würden Sie vielleicht gerne auch zukaufen bei ZF? Brennstoffzellen, Stacks und Batterien könnten Sie ja vielleicht auch noch machen. Ja gut, ich meine, wir gucken, wo wir unsere Kompetenzen haben und man kann nicht alles machen als Unternehmen, als Volkswirtschaft sieht es anders aus. Da muss man sich schon irgendwo auf bestimmte Themen fokussieren und deswegen sind wir mit dem Antriebsstrang, Leistungselektronik, elektrische Maschine und die Mechanik dazu gut beschäftigt. Herr Gutt, Hyundai verkauft heute, wenn ich mir die alternativen Antriebe anschaue, deutlich mehr BEVs als Brennstoffzellenfahrzeuge. Wie wird das in 10 Jahren aussehen? Wagen Sie da eine Prognose für uns hier heute? Da muss er ein bisschen nachdenken jetzt. Ja, in der Tat, weil eigentlich sind wir ja, also auch... Auch bei uns ist es ja so, dass wir Volumenschwerpunkte haben. Wir haben zwar ein ziemlich ausgeglichenes Portfolio, wenn man die Volumenzahl anschaut, aber der Kleinwagen oder der mittlere Segmentwagen ist bei uns dann doch schon noch in der Überhand. Und in der Hinsicht ist es so, dass ich da schon denke, dass Batterie noch die Oberhand haben wird. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir mit der Brennstoffzelle auch den zweiten richtigen Weg gehen und dadurch halt das ganze Thema deutlich nach vorne bringen werden. So ganz genau hat er die Frage jetzt nicht beantwortet, aber salomonisch gelöst an der Stelle. Thorsten Herbert, für alle, die hier jetzt im Publikum sitzen und von Förderprojekten leben, gibt es ja auch so einen oder anderen bei den alternativen Antrieben. Wohin fließt mehr Geld in den nächsten 10 Jahren? In die Batterie oder in die Brennstoffzellenwelt? In die Batteriewelt. Okay, klare Ansage. Nicht ganz glücklich, Herr Iwan, damit jetzt, oder? Das ist aber nicht die Schlussfrage. Aber weil schlicht in der Brennstoffzellenwelt, insbesondere im Infrastrukturbereich, weniger Geld benötigt wird. Das ist auch ein Grund. Ja. Herr Iwan, ich habe jetzt überlegt, stelle ich Ihnen eine Frage. Wir machen erstmal die Frage, wenn ich Ihnen einen Tesla Model X schenken würde oder einen Hyundai Nexo, welchen nehmen Sie dann? Den GLC-F-Zell, ab Mai mit meiner Familie in Berlin. Er will ein deutsches Auto fahren, okay, verstehe. Und wenn Sie jetzt hier die Chance hätten, vielleicht guckt sich ja der VW-CEO dieses Video, was wir ja hier auch aufzeichnen, irgendwann mal an. Was antworten Sie nochmal auf sein Statement, dass wir uns jetzt konzentrieren müssen auf die Batterie? Dass ich vollkommen zustimme und auch gegen Technologieoffenheit bin, weil ich gegen Benzin und Diesel bin und ich davon ausgehe, dass er die Meinung auch teilt. Aber dafür bei den wenigen Lösungen, die wir für diese gigantische Herausforderung, die CO2-Emissionen gegen Null zu bringen zur Mitte des Jahrhunderts, bei den wenigen Lösungen, die wir da haben, da die Offenheit zu behalten und die Lösungen, die heute marktfähig sind, nutzen. Vielen Dank. Das waren dann damit auch die Schlussworte. Einen herzlichen Applaus für das Podium hier, oder? Vielen Dank in Hannover auf der Electric Lounge in Halle 27. Das war ja der ElectricNet Talk, Batterie oder Brennstoffzelle. Welche Technologie treibt die Zukunft an? Und die Antwort hier ist heute beide. Electric.net, der Branchendienst für Elektromobilität, powered by P3.